Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Oh ja, mit Ludgar und Jud. Ja, in der letzten Folge haben wir, uns an diesem Board hier, an diesem Zug hier reingeschlichen, weil irgendwie, keine Ahnung, Triglav wurde irgendwie von Terroristen angegriffen und das war bestmöglich, was wir machen konnten. Und hier drin sind wir Jude begegnet und diesen kleinen Mädchen und irgend so einen anderen Typen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, aber der mir irgendwie schon richtig unsympathisch ist und der bestimmt voller böse Typ ist und so. Wenn er einer ist, dann sag mir es bitte nicht, aber ich denke es einfach mal. So, lass aber ran. Wir müssen den Zug übrigens anhalten. Das nebenbei, deswegen sind wir in dem Zug hier, ja. Up ahead's the conductor's room. I'll go in first. Meanwhile. You cover me, okay? Don't worry. I'm used to this sort of thing. Na klar. For a doctor to say, I know. Let's check it out. Right. Natürlich kennt er sich mit so weit aus. Wir warten nochmal 100 Stunden, Tales of Xillia 1. 237 Parts. Ne, 239, glaube ich. Ich glaube sogar noch mehr, egal. Da ist ja, nein, das ist kein Shop, das ist auch kein Shop. Alles klar, dann, wer auch immer da oben ist, ich mein kaputt. What in the... Oh. Luger, what are you doing here? Das kann ich dich auch fragen, Julius. Doing my job. And a thorough job at that. I'd expect nothing less from Crown Agent Julius. You work fast. Enough with the games, Bakur. Who would have known you had such a talented little brother? Aren't you the model sibling? You've protected him well. Of course I did. Come now. Are you sure you want him to see this? Oh, that watch. Look out! Das Mädchen, hallo? Natürlich. Also, ich dachte, ich hätte viel weniger Zeit. Okay. What just happened? Who are you? I'm El. El Malmarta. Look, El, it's okay. No, it's not. I got weird and so did the watch. Macht die Katze überhaupt noch hier? I seem to have a knack for encountering weirdness. The four great spirits. Er hat schon Schlimmeres gesehen. Der spoilert hier selber das ganze Spiel vor. Ich muss ja gar nichts sagen. All clear, President Verland. Well done, Miss Nova. My security team could learn a thing or two from you. Deja vu. Luger, what are you doing on this train? Friend of yours? An old classmate. Warum sieht alles irgendwie so komisch aus übrigens? Wir müssen immer noch den Zug anhalten. Ja, ne? Ich glaube, Julius kann auf sich selber aufpassen. Any idea what's happening in the other cars? I do, unfortunately.
Some terrorists dressed in white coats are attacking the other passengers on board. Warte mal, ist das? Nee. It's too dangerous. Maybe, but I gotta take this train all the way to the land of Canaan. The land of Canaan? From the legend? You've heard of it? Do you know where it is? It's seen in old manuscripts. Manuscripts, huh? Okay, sieht alles so komisch aus. When the fighting starts. That's when I skedaddle. Passt. Okay, all systems go. It's not safe here, so try to stay behind us, okay? Du bist doch nicht. Ja, Farbe sieht ein bisschen anders aus. Im ersten Moment habe ich. Ich wollte schon sagen, Nova. Ach, der. Oh, blöd, die kann doch Lut gar nicht, Jude, ey. Boah, bin ich bescheuert. Hm. Was mich irgendwie so wundert, da oben steht die ganze Zeit Hauptkapitel, ne? Na, verdammt, an den hätte ich mich so geil anschleichen können. Ist voller Idiot, ne? Also ich. Okay, was jetzt für eine geile Musik? Zack und bam, doppelte Eroberung. Oh, nein, 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 nicht mich angreifen. Okay, ich möchte noch mal. Bams. Ist ja richtig geil. Also auf Kommando die Gegner in die Luft befördern. Kann ich auch in der Luft angreifen? Nee. Kein meiner Angriffe bis jetzt. Zack. Bis jetzt bricht, finde ich das Spiel richtig geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Fängt irgendwie sogar geiler an als der erste Teil. So, einmal heilen. Boink. Hält das? Nee. Aber man hat immer 50%. Das, so habe ich damit bekommen. Also war noch mal, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Gut, Ruhe. Trank des Lebens, okay. The train's shaking far too much. Something seems very wrong here. Hustles. Fuck. Ich meine, verdammt. Egal, Schaden. Die Musik ist doch jetzt anders, ne? Oder bin ich mir ein? Ich kann natürlich nicht zu laut stellen, weil sonst hört das Mikro natürlich alles auf, aber ich glaube, die Musik ist ein bisschen anders. Ah. Zack, und doppelte Eroberung. Bams. Ich glaube, das Spiel jetzt noch auf schwer, es ist halt noch nicht so schwer. Die Gegner halten nur verdammt viel aus, ey. So, Titel fast freigeschaltet. Serienkünstler. So, wie sieht jetzt mit den Dauerangriff-Anfänger? Okay. Wie sieht's jetzt hier mit aus? Haben wir jetzt hier? Nein. Okay, ich glaube, ich brauche noch zwei Kämpfe, ne? Aber so eine richtige Wahl, was ich lernen kann, habe ich dann eigentlich nicht, ne? Da muss ich die ausgeben irgendwie. Verdammt. Wo muss ich die ausgeben und dann gehen die verloren und so? Werde ich das sehen. So, jetzt. Combo Time! Lichtverbindungsattacke! Doppelte Eroberung! Lichtverbindungsattacke! Geht natürlich nicht, weiß ich. Egal, dann nochmal das gleiche. Und nochmal. Ah. Und bla. Aber wenn das Level-System dann nicht mal Lyrium-Kugel bezogen ist, dann. Ist dann immer noch das maximale Level 100? Dann könnte man theoretisch ja wieder so auf Level 200 und so kommen, wie in Graces und so. Ich weiß nicht, wie in anderen. Ja, okay, in Tales of Davis war auch bis 200, glaube ich. Warum ist L allein? Is that your cat? Yeah. I thought she was with that girl. I'm not afraid. I'm not afraid. Hey, L's all alone, isn't she? Was soll ich da wissen? Sieht so aus, und es ist viel zu gefährlich, sie selbst zu überlassen. Boah! Ja. Vielleicht wurden ihre Eltern von Terroristen getötet. Wie geil. I don't recall asking you to care. Huh? Nothing.
Hat immer noch Angst. Die geheimnisvolle Gestalt. You know, the way you look there. It was really freaky. You looked like a bad guy. It reminded me more of a spirit. It wasn't like any spirit I've ever heard of. Spirits are mysterious beings that act as conduits between people and nature. They're rare here on Olympias, but they're quite common where I'm from, in Rizomaxia. Freaky things like that are common? Spirits do command great power, but they're no enemy to us. And I assure you, El, Luger's neither scary nor a bad guy. I mean, he looks after his cat, doesn't he? Is that true? Sieht ein bisschen vollgefressen aus. Sieht ein bisschen zu sehr verwöhnt aus. Aber ich bekomme mal bald einen Szenenwechsel. Ist irgendwie so blöd, immer hier zwischen den ganzen Dingern nachzugucken. Ich immer Angst habe. Da, genau so was meine ich. Puddingkuchen. Halt. TP, ja, bitte, warum nicht? Zack. Ja, danach müsste ich ja 15 Dinger haben, ne? Dann kann ich schon mal sehen, wie das funktioniert. Eine abwehren. Okay, einer setzt wohl. Aua! Komm, ich runtergeladen, direkt wieder aufs Maul. So, das kann ich ja jetzt ein paar TP verballern, ne? Zack. 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 Unbedingt mal eine neue wieder lernen, hier eine neue Art. Ja. Neue Art, schneller Schlag. Okay. Serienkünstler, Anfänger. Dann gib mal. Ein vorwärtsgerichteter Stoß mit den Doppelklingen wird bei einem betäubten Gegner zu einem kritischen Treffer. Dann machen wir mal hier. Schnellschlag. Das ist auch. Okay. Okay, je nachdem, wie viele es von diesen Dingern geben wird. Okay, ich könnte ihn das ausrüsten, dann kann er Dingens lernen. Weil es sieht, glaube ich, nicht so aus, als würde Jude in nächster Zeit irgendwie... Ich will auch nur gucken, ey. Irgendwie was lernen. Intelligenz plus 5. Warte, bei jedem Sieg meinen Feind... Ja, bei ihm dauert das noch ein bisschen, deswegen tun wir mal bei Lutzka noch Donnerbrüllen erlernen. Ja, ne? Machen wir wieder nur 15 und dann haben wir noch eine neue Art. Ja, okay. So am ergiebigsten nehme ich mal an. Hey. Wenn dieses Kampf gibt es eine Einleitung, in der die Störung erklärt wird, die Einleitung anzeigen. Wenn du alle 5 Segmente der verbundenen Art anzeigen für das, dann wirkt eine verbundene Art, um die Grenzüberschreitung zu aktivieren. Ja, auch das habe ich, die mache ich die ganze Zeit auch schon. Wenn diese Zeit sinkt, der AZ und der gegnerische Angriff bringen dich nicht mehr ins Taumeln. Du kannst verbundene Art aussehen wiederholt anwenden. Alright, let's do this. Kreis für Zeit in Disintegrator. Verdoppelte Eroberung zu starten, okay. Zack. Bams. Verbundene Art Serien. Wirkt eine verbundene Art, wenn Grenzüberschreitung aktiv ist. Wenn ihr gleich darauf noch eine Art ein, dass ein verbundenes Art auslöst, kann, um beide zu verknüpfen. Geil. So. Kann ich die auch? Nein. Warte, ich konnte doch. Oh, das ist der gleiche. Der Schnellschlag ist in der verbundenen Art genau gleich wie Aktionsschneide. Ja. Ganz überschreiben, wenn das 5. und letzte Segment der verbundenen Art ist, weiter von den Effekten, man kennt den ganzen Schnell. Ja, okay. Ich sitze hier richtig komisch. Alles klar. Ja, mach ich ja die ganze Zeit, da muss ich jetzt nicht erklärt werden. Was ist mit mir? So, wieder ausrüsten, okay. Na, leider keine Dingens.
Lass mal erstmal. Kann ich auch? Okay, mit R1 kann ich wieder sehen, wo ich hin muss. Dann. So, und wir immer aus dem Bildschirm hier raus sind, ey. Zack. Kann ich auch nicht in der Luft, okay. Ah. Zack. Und doppelte Eroberung. Ja. Spinne. Ich kann nur noch einmal Mabu Curry oder was auch immer das war kochen. Puddingkuchen. Wusste ich doch. Verbundene Art-Serie. Wenn du eine verbundene Art verwendest, während du dich in Zustand der Grenze wahrscheinlich kannst du jetzt mit zusätzlich verbundenen Arts kombinieren. Warum steht denn das da noch mal? War gut anderes. Egal. So. Verdammt. Ich komm nicht an ihm vorbei. Oh, danke schön, Jude. Stark. Ah, zack. War. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich nicht damit gerechnet habe, weil Jude schon so schnell begegnen. Das ist doch irgendwie schon, ja. Ich dachte, es wird ein bisschen dauern, bis wir irgendjemanden begegnen. Habe ich positiv überrascht. Artenverbundene Art. Teil 1. Wenn du das Arztmenü öffnest, während du mit einem Partner verbunden bist und neben deinem Artnamen ein Händedrucksymbol angezeigt wird, kannst du mit diesem Partner ein besonderes verbundenes Art ausführen. Wenn du wählst du jedoch ein verbundenes Art aus, das nicht mit einem wird lediglich ein einfaches verbundenes Art ausgeführt. Okay. Elle, you okay? Yep, right as rain. Na gut. Man sieht es immer noch nicht nervig. Gut. Ich hoffe, es bleibt auch so. Es gibt nichts Schlimmeres als ein nerviger Kindcharakter. Okay, jetzt riecht schon wieder nach Tutorial. Jo. Ah, jetzt wird mir das angezeigt. Okay. Alte links, um ein etwas Ablenkung ins Spiel reinzubringen. Du kannst gegen den Luftschalten oder sogar betäuben. Cool. Ah, cool. Letztens habe ich das per Zufall irgendwie. Kostet aber auch ein AZ, ne? Richtig nice. Kannst beim Angreifen auch nach links oder rechts ausweichen und gerät so nicht leicht ins Taumeln. Gegner sind bestimmte Angriffe gegenüber anfällig oder resistent. Versuch einmal als Vorschnell ausführen, indem du Kreis drückst. Abwehr. Okay. Dieser Gegner ist gegen Windangriff resistent, deshalb wird Abwehr angezeigt. Außerdem bringt der Angriff den Gegner nicht ins Taumeln. Versuch jetzt mit X anzugreifen. Der Angriff ist gegen Hiebangriffe anfällig, deshalb der Gegner ist gegen Hiebangriff angefällig, deshalb wird Powertreffer A gezeigt. Nimm zusätzlichen Schaden und Taumel zurück. Bestärken, ja, mit R1, okay. Greife einen taumelnden Gegner mit einem anderen Element an, um ein Power-Kombo zu starten. Also. Ein taumelnden Gegner. Ja, ich will ihn ja zum Taumeln bringen, aber geht irgendwie nicht. Also war suche mit X anzugreifen und deinen Gegner ins Taumeln zu bringen, geraten zu lassen, drücke im Anschluss Kreis danach, um ihn so schnell zu treffen. Wenn den Gegner scheint ein Zeichen, wenn dieser Zeit kann er nicht kontern, wenn er ein neues
ein weiter neue Elemente, um die Kombo fortzusetzen und Schadenmultiplikator zu erhöhen. Irgendwas sagt mir, ich werde nicht so darauf eingehen und einfach nur drauf kloppen. Strategie des Partners ändern. Wenn du die Richtungstaste in die Richtung drückst, in der sich der Partner befindet, ja, hat er ja auch schon letztens gezeigt. Alles klar. Und da kriegt es der Gegner. Na, komm mal hier hin, jawohl. Okay, das bringt auf jeden Fall ein bisschen Action, noch mehr Action in diesen Kämpfen rein. Allein schon diese Luftbeförderung, ne? Ich weiß ja nicht, ob das bei jedem Charakter so sein wird. Richtig geil. Ah, ja, ja. So, ich muss mal gucken. Ist halt wirklich noch schwer? Weil die Gegner sind doch schon ein bisschen, ja. Also schwieriger kann ich es mir nicht machen. Donnergrollen, das braucht noch ein bisschen. Wenn er das gelernt hat, dann kann er wieder wechseln. Schon wieder. Entschuldigung. So. Zack. Richtig nice. Hat ja also locker. Da wird ja Juts flinke Umrundung ja vollkommen nutzlos, oder? Naja, welcher mitbekommen. So, da hinten haben wir einen Speicherpunkt. Na, ich würde nur gern wissen, wie es hier weitergeht. So, fühlt, dass die sich hier nicht ordnen. Speicher da. Und sonst geht immer das Älteste nach unten, oder? So, guck mal, was hier noch passiert. Es geht immer noch weiter. Okay, da war gleich da. Kann schon sagen. Wer macht was hier? Stand back. Let me handle this. Sag mir, was hier los ist. You don't need to know. I said you don't need to. No, Luger! Oi. Alter. Boah, nein, jetzt geht er uns schon wieder aufs Maul, ne? Oh Gott. Lebensraum Strebockbahn, was? Also ja. So, wer du gibst uns. Oh, als Powertreffer, gut. Boah, diesmal gewinnbar. Hey! Er ist aber abgehauen! Du willst einfach aus der Animation rauskommen? Ich glaube, ich spinne. Ausgewichen. Aua. Er gibt mir irgendwie zu viel Schaden mit dem Angriffen. Ah, Jude. Ja, einmal weiter, danke. Aber ich habe schon. Ah nee, Zauberschutz hatte ich als Fertigkeit, ne? Ah. Das gibt's doch nicht. Na toll, die Gegner können auch Seitenschritte machen. Aber gleich haben wir Dingens voll. Dann gehen wir dir vor das Maul. Ja, jetzt noch mal. Weil wir nichts anderes haben. Ah, der ist schon wieder ausgewichen. Toll, im zweiten ist er vollkommen ausgewichen. Ja. Ah, verdammt.
Er kann die gleichen Angriffe wie wir knapp sein. Bin voll überfordert hier. Den kriegen wir noch. Das Spiel macht ohne Ende Bock, ganz ehrlich. Oh, das war gut. So, komm her. Nein. Jetzt nicht aus der Animation wieder rausgehen, danke. So, ach scheiße, wir sind beide fast tot. Oh, Hilfe. Aber du gleich auch. Jawohl. Oh, fuck. Na komm. Oh Gott. Dude, ich brauche Hilfe. So geht er nur auf mich los, danke. Oh nein, 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 nein. Ich brauche Hilfe. Nein, nein, oh Gott. Oh Gott. Nein. So. Na gut, dann würde ich sagen, das machen wir nochmal im nächsten Part. Ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir den Typen platt machen. Bis dahin, ciao.